damit herzlich willkommen zurück, ja, mal wieder zu einer weiteren Folge Battlefield 1. Und ja, mal heute Team Deathmatch und mal schauen, was ich jetzt hier so erreichen kann. Ich habe mal wieder ein bisschen Bock hier Battlefield, ja, nicht nur zu spielen, so wie ich das jetzt schon die ganze Zeit immer mache, sondern auch mal echt mal wieder ein bisschen mitzunehmen und was aufzunehmen. Und ja, ich hoffe es war, euch gefällt. Wenn ja, lasst ihr gerne mal eine Bewertung da, wie es euch gefällt. Ob ich mehr Battlefield mal wieder machen soll oder halt eher erstmal nicht. Denn, ja, ich habe jetzt Steep, Ark, Battlefield. Macht mir auch immer noch richtig viel Spaß. Und im März kommt ja auch der erste DLC raus. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Da ist doch einer. Und ja, mal schauen. Hallo. So. Das war schon Nummer 4. Sind hier noch welche? Mann, die gabbeln alle draußen rum. Entriegeln, komm raus hier. Wo sind die? Ah, da hinten. Wow. Au. Tschüss. Wollen wir mal was machen? Wir umlaufen die jetzt mal. Nein. Was auch Hellriegel. Also, meine Waffe, damit ihr mal ein bisschen auf den Stand der Dinge kommt, für die Leute, die da aber jetzt bei den Infos brauchen, mal ein kleines bisschen Ahnung auch von Battlefield. Also, meine Waffe jetzt hier beim Sturmsoldaten oder meine Hauptwaffe, wo ich auch die meisten Kills habe, ist hier die Hellriegel, die ich gerade hier benutze. Ich feiere die Waffe richtig. Andere feiern die Automatico oder, ach, beim Medi und so, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, wie die Waffen jetzt gerade heißen. Die zwei, die da ordentlich abgehen. Aber ja, ich feiere die Auto, die Hellriegel, und hier sind keine Gegner. So, komm, weggemessert. Ja. Automatico ist die hier spielen. Eigentlich eine viel bessere Waffe als die Hellriegel, da die eine schnellere Feuerrate hat und dadurch dann auch ein bisschen besser abgeht. Muss man leider sagen. So. Und ja, mal gucken. Sind jetzt hier oben vielleicht jetzt mal irgendwelche Gegner? Nee, nur von uns irgendwelche Typen. Na dann wieder runter und mal schauen, was wir jetzt hier so erreichen. Hier die Map ist natürlich ja sehr hier auf diesen Bunker ausgerichtet. Mal schauen, hier Österreich, Italien. Wie das. Da hängt jemand rum. Wo sind die denn alle? Wo gammeln denn die Gegner rum? So. Das war wieder einer. Wieder einer weg. Und jetzt gucken wir mal weiter. Oh, hier ist Munition. Das nenne ich doch mal. Warte. Oh. Oh, Lacker. Kommt er ja gerade so an, während ich den jage. Ja, aber im Moment macht mir Team Deathmatch halt richtig viel Spaß in Battlefield. Und eigentlich sollte ich mal den Taubenmodus machen, denn ich kann gerade wieder eine. Ja, ich meine, ich habe gerade wieder so eine Medaille am Laufen. Das sind ja so, eigentlich die einzelnen. Ja, wie sagt man? Ja. Aufgaben, die man sich erstellen kann. Und da soll ich zweimal Taubenmodus spielen und dann noch irgendwas mit dem Taubenmodus machen. Aber irgendwie bin ich bis jetzt dazu noch gar nicht gekommen. Naja, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit dafür. Wow, shit. Komm. Hier kam mir doch jemand rum. Nee. Schade. Hätte ja sein können. Nix da, mein Freund. Ah. Ey, was ein Camper hier mit Hellriegel. So spielt man doch keinen Sturmsoldat. Naja. Muss jeder selbst wissen. Und ja, jetzt gucken wir mal. Weiter. Zumindest liegen wir gerade vorne vom Team her. Aber ja, der gewählte Einsatzpunkt. Das ist so ein blöder Bug. Oder so eine blöde Sache, die mich in Battlefield immer noch etwas stört. Das ist mit dem, wenn man irgendwo ja auf Einstieg drückt. Da ist einer. Und dann manchmal gibt es halt den Einstiegspunkt nicht mehr, angeblich. So, weil ja, der gestorben ist oder weil der gerade ein anderes gespawnt ist.
Ist manchmal so ein bisschen nervig, aber was willst du machen? Ich glaube, das war gerade eine schlechte Idee. Hier geht's gar nicht hoch. Ich wollte den da oben gerade umlaufen, aber irgendwie... Ja. Ja. Okay. Hätte ja mal funktionieren können. Aber hier vorne geht's hoch, auf jeden Fall. Ich muss vielleicht etwas nachhelfen, aber... Das klappt so schon. So, komm. Komm, hey. Jo, aber jetzt kommen wir hier hoch. Meine Idee war ja so schlecht jetzt vom Ansatz her. Gar nicht mal. Es war nur die Ausführung etwas... Ja, mangelhaft. So, hier war... Ach, der stand hier drin. Ich dachte, der stand da oben. Oh mein Gott. Ja gut, dann hätte ich mir das Ganze ja eigentlich auch sparen können. Okay, das zu. Moment war... So, Kampfmesser. Ah, hier ist... Jetzt fehlt nur noch Munition. Hat noch jemand Muni oder so? Damit ich da auch noch... Oh, Villa Perosa ist hier irgendwo. Also der... Die Elite-Klasse. Jo. Gammelt der da rum? Nein. Ah, schade. Ja, so halt kompletter Nahkampf ist mit gegen die Automatico totaler Rotz. Das nervt sowas von. Aber manche finden auch, dass die Automatico viel zu stark ist. Finde ich nicht. Ernsthaft? Ey, ich verballere ein ganzes Magazin für einen Typen, der nur noch 10 HP oder so hat. Was? Ich habe den doch zweimal in der Birne getroffen. Ja, nice. Warte, ich krieg keinen Triple zählt als Kill. Mann. Okay, die hängen aber jetzt alle da hinten rum. Medis helfen ja meistens einem nicht. Das ist... Komm her. Komm, nein. Ah, er hat sich schneller gedreht. Okay. Den muss man... Da ist die Hellriegel schlecht. Jetzt, ich hätte ihn eben voll gut chargen können. Aber... Was? Die hat doch noch getroffen, oder? Ja, nice. 17-8, ja. Locker. Nee. Mal gucken. Hoffentlich gewinnen wir das. Was? Ey! So ist das. Das ist aber nicht toll. Ich spawn hier und dann... Der hat von da geschossen. Wie kann er mich denn getroffen haben? Was ein Scheiß. Also aus dem logischen Prinzip würde ich sagen, ja geht, aber aus der zerstörerischen Sicht, wie das kaputt gegangen ist, hier der Turm oder was da kaputt gegangen ist, ist unlogisch. Na gut, ist halt Battlefield jetzt, hat gesessen. Nice. Lol. Na, shit, ja. Ich wurde gespottet und dann haut er da seine Armbrustwerfer rein. Na gut, nicht schlecht. Wie viel steht's? Oh, 94, 87. Das wird sogar nochmal recht knapp. Oh, da hinten ist einer. Da ist ein, da sind zwei. Bam, Double. Ja, beide erwischt. Nice. So muss das. So muss der Granate fliegen. Das freut mich doch. Oh. Jo. Und das ist der Sieg. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich noch eine zweite Runde. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die losgeht. Bis dann. So, und ja, nächste Runde startet Wald der Argon. Und mal schauen, was wir jetzt hier so reißen können. Auf der Map. Gut, es ist auch immer ein bisschen teamabhängig. Auch bei Team Deathmatch. Gut, heißt ja Team Deathmatch, ist klar, aber... Ist danach auch immer ein bisschen so einzuordnen. Lol. Ey, ernsthaft? Level 99. Der hat 4000 Kills mit der SLME MK3. Das ist doch nicht normal. Der hat mit der Sniper so viele Kills. Hat
naja, nicht ganz so viele Kills, wie ich komplett in Battlefield 1 habe, aber schon annähernd. Das ist ja schon krass. Naja. Oh, das ist einer von uns. Ich dachte gerade schon. Gehen jetzt ab. So, gucken wir mal. Spielen wir auch mal ein bisschen auf hier Camper. Oh oh. Dem sein Ernst? Mann! Warum geht's da runter? Eieieiei. Scheiße. Und Medi ist natürlich mal wieder nicht in Sicht. Das ist halt cool, wenn du so ein paar Leute hast, mit denen du spielen kannst, ist besser. Habe ich leider im Moment nicht. Also wenn ihr Battlefield spielt auf dem PC, natürlich, wie alles bei mir, könnt ihr gerne mal mich anschreiben. Ja, da können wir gerne mal auch was zusammen aufnehmen oder hier einfach zusammen spielen. Würde mich mega freuen, denn, ja, seht ihr, ich würde längst nicht so viel sterben oder... Was? Oh, da war noch ein Zweiter, ja klar. Da würde ich längst nicht so viele Tote im verzeichnet haben, wenn ein paar mehr Medis da wären. Gut, jetzt hilft mir mal einer. Das ist gerne mal schlecht. Noch einer, okay. Das war doch schon mal nicht verkehrt. So, dann laufen wir mal hier die Brandgranate. Und dann mal gucken. Scheiße. Fuck. Okay, diese Stolperdrahtbombe war... Also, oder... Ja, Bombe, Flamme war nicht schlecht. Die war gut gelegt. Normalerweise kann man die wirklich recht gut sehen, wenn man ein bisschen darauf achtet, was auf dem Boden rumhängt oder rumsteht. Dann kann man die gut abwehren, sage ich das so, dass, indem du die erst erschießt und dann durchläufst oder das dann umläufst, wie auch immer man das dann macht. Aber ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Das war aber jetzt wirklich in einer gut aus dem Sichtfeld raus. Schaffe ich das? Jo. Das haut doch locker hin. Was? Oh nein! Mann! Gut, jetzt bin ich genau in der Mitte. Da ist bestimmt keiner von jetzt mir oder anderen Medis. Das kriegst du ja auch immer angezeigt. Von daher ist das ja kein Problem. Warum gammelt ihr eigentlich alle hier rum, Leute? Seid ihr denn komplett bescheuert? Ja, für den Flammenwerfer, das sind gratis Kills. Wenn da 5-6 Leute stehen. Okay, bei denen zu spawnen, die hängen ja da immer noch rum. Schade, hätte ja funktionieren können. Hätte ja funktionieren können. Manchmal mache ich auch hier jetzt wie hier einfach mal so zufällige Granaten, denn manchmal. Also du musst natürlich ein bisschen die Laufwege wissen oder wo die Leute immer rumhängen, aber. Ja, genau. So einer. Ja, das ist so ein Camper, diese. Nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich mag das nicht, wenn die Leute generell, egal ob es jetzt Sniper, Versorger oder so ist, ist egal, ob die, wenn die campen, das kann ich nicht abhaben. Also bewegen sollte man sich schon irgendwie. Denn. Ja. Nix da. Nix da mit deiner MP18. So, komm. War hier hoch nicht noch einer? Hier rechts? Da war noch einer, oder? Oder nicht, nee. Schade. Okay, gucken wir mal weiter. Ob hier vielleicht auch nochmal irgendwo einer ist. Müssten doch eigentlich, wenn alle von meinem Team da hinten sind, müssten doch logischerweise hier die Gegner spawnen. Einfach logisch, logisches Prinzip. Na, wer sagt's denn? Da ist doch schon einer.
kann da jetzt halt nur... Jo. Das war doch gar nicht mal so schlecht. So, wir es da auch erhalten. So, gucken wir mal. Na gut. Ich liege jetzt natürlich ungünstig, um wiederbelebt zu werden. So, wo hängt der rum? Unter der Brücke. Jo. So, gucken wir mal. Okay, da oben war einer. Dann weiß ich auch, wo die ungefähr rumhängen. Warte. Okay. Nix da. Was kriegt der hier rum? Das ist ja das Ungünstigste, was du machen kannst. Jo, die hängen alle da rum. Ich glaub's nicht. Die Gegner hängen alle hier hinten rum. Was meint die das, was wir gemacht haben? Oder mein Team gemacht hat? Auch noch. So, komm. Ist hier noch einer? Nee. Jetzt mal nachladen. Ein Magazin ist ja noch da. Okay, die hängen alle da hinten rum. Na, jetzt wären ein paar Granaten gerne mal schlecht. Das könnte die Situation etwas verbessern. Ja, jetzt spawnen die alle da hinten. Keine Chance gegen 3 oder 4 Leute. Zumindest so nicht. So, komm, weiter. Ja, bockt mich nicht. Interessiert mich nicht. Der Flammenwerfer, der ist einfach meiner Meinung nach, naja, nicht die schlechteste Elite-Klasse, aber die, zumindest hier, Walter Gorn gefällt er mir nicht. Na, scheiße. Okay. Was macht denn der da im Chat? So, weiter. Wir gewinnen das jetzt auch noch. 2 Runden hintereinander gewonnen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Was? Das geht so nicht an hier. So, da hinten muss er noch... Oh nein, ich hau das gegen den Baum. Na toll. So, weiter. Hoch. Pushen. Push. Nein. Oh, Mann. Okay. Ja, ich würde sagen, die Runde ist gewonnen, oder? So, wenn ich jetzt da bin. Aufpassen. Und. Lol. Wo spawn ich denn hier? Nein. Och, Mann. Wie viel stehe ich eigentlich gerade? 21:11. What? Besser als gedacht. Naja. Ja. Das ist der 2. Sieg. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute mit Battlefield 1. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt oder wenn ihr mehr Battlefield 1 von mir sehen wollt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare und lasst eine Bewertung auf das Video da. Am besten natürlich einen Daumen nach oben. Und ja, dann bis zur nächsten Folge Battlefield 1. Vielleicht. Bis dann. Ciao.